willkommen zur nächsten Folge von Minecraft Astro. Einen Stream gab es leider gestern nicht mehr. Ich habe das zeitlich irgendwie überhaupt nicht mehr hinbekommen. Keine Ahnung warum, aber... Naja, nichtsdestotrotz machen wir jetzt heute mit der Rakete weiter. Unter anderem, ja, bauen wir sie erstmal zusammen. Klar, was auch sonst. Können wir mal gucken, was wir hier so an Material brauchen. Das können wir eben auch hier rausfischen. Was muss ich mal schon Winglets, wie die heißen, da... Flossen hier. Oh ja, wir sehen schon, das wird teuer. Auf jeden Fall. Wir brauchen mehr Stahl. Viel, viel mehr Stahl. Und viel, viel mehr Kohlestaub. Und wir sehen auch, das füllt sich auch wieder auf. Dank dem angepassten Filter unserer tollen Farming-Maschine, die wir da hinten stehen haben. Auch bekannt als Digital Miner, genau. Kurz überlegen, so, wie heißt das Ding nochmal? So, wir brauchen 10. Ne, wir brauchen 8. Das heißt, einen kann man davon schon mal zurücklegen. 8 plus Nase. Und die Wing- oder Raketenfinn. Ja, Raketenfinne. Ich sag dazu jetzt mal Winglets, weil bei Flugzeugen heißen die Dinger, glaube ich, Winglets. Die jetzt hier auch Dinges heißen. Ist ja auch erstmal egal. Wir brauchen noch das Triebwerk. Brauchen wir nochmal 4 einzelne und nochmal Stahl- und Zinn-Dinger. Gut, ich würde sagen, da machen wir uns gerade die 4 einzelne und hier oben besorgen wir uns dann mal eine Ladung Stahl, ne? Und dann haben wir die Kiste auch, glaube ich, fertig. Also zumindest zum groben Teil haben wir sie dann fertig, dann kommen natürlich noch andere Vorbereitungen, zum Beispiel noch einen Generator mitnehmen, weil ohne Generator auf irgendeinem Planeten oder sonst wohin fliegen ist ein bisschen blöd, weil dann kann man die Rakete nicht auftanken und dann... Ja, im Allgemeinen eher schlechte Erfahrungen damit gemacht. Und einen Treibstofflader habe ich auch noch keinen gebaut, fällt mir jetzt gerade ein. Ne? Warum auch? Ist ja zu einfach. So, ach, man kann beides nehmen. Zinn oder Kupfer, auch gut. So, Ditte brauche ich mal hier kurz. Eine Lüftungsgitterle. Und dann brauche ich nur noch den Rest. Und zwar ein Feuerzeug. Ich brauche ein Feuerzeug. Ernsthaft? Ein Feuerzeug. Und komm, den Knopf baue ich mir mal eben so. Sonst brauche ich jetzt hier viel zu lange für. So. Zack, 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 zack. Dann hätte ich gerne noch 3 stinknormale handelsübliche Truhen. Weil ich mache die Raketen gerne damit, dass die hier, ja, Cargo haben. Dann haben wir ein bisschen Platz, weil jetzt hat sie 56. So hätte sie nur 36 oder noch weniger. Und ja, wir haben die Rakete. Das ging jetzt aber doch schneller, als ich gedacht habe. Ja, jetzt habe ich die Rakete hier auf dem Kopf. Auch gut. Why not? Ich meine, die ist ein bisschen kleiner, aber es ist eine Rakete. Jetzt brauchen wir, wie gesagt, noch unter anderem den Treibstofflader. Genau. Habe ich den schon gebaut? Habe ich nicht gebaut. Okay. Also brauchen wir den Treibstofflader. Das Gerät ist mit Kupferplatten. Ach, guck an. Du hast noch was Neues gefunden. Ich glaub's nicht. Auch wenn ich die hundertprozentig nie wieder brauchen werde, machen wir einfach mal ein paar mehr von. Weil, warum nicht? Man kann nie mehr genug von Kupferplatten haben. Und, ja, den haben wir noch. Und den Rest müssten wir auch noch haben. Nur die Kupferplatten fehlen. Gut. Dann werden die jetzt hergestellt. Währenddessen können wir eben kurz das Jetpack aufladen. Strom genug dürften wir eigentlich haben. Wir könnten auch noch mal kurz hier jetzt durch unser Kuhfeld durchrennen und den Move-Faktor wieder einen Ticken erhöhen. Die Kühe sind hier schon wieder in Massen im Rennen. Weil mein Essen ist auch schon wieder fast weg. Zwei Stacks übrig. Das war ein Stack. Das kann mir doch keiner erzählen, dass hier normale Essensabläufe stattfinden. Das ist einfach nicht drin. Das ist auch wieder so eine komische Mod hier an Bord, die mir irgendwie das Essen irgendwie knapp macht. Ich muss noch rausfinden, welches ist und einfach ausschalten, weil es nervt da so ein bisschen. So ein blödes Steak hat einfach gefälligst 4 Nahrungspunkte zu geben. Nicht mehr, nicht weniger. 4. Dann können wir mal gucken, wie viel wir jetzt hier bekommen dafür. Dann haben wir noch hier Fleisch. Einfach so, okay. Wir haben auch nichts mehr auf Lager, auch gut. Können wir jetzt gucken, wie lange... Ach, guck mal, das sind... Lol. Okay. Ich habe nichts gesagt, wo sind die auch immer diese Steaks hingegangen. Ich weiß es jetzt plötzlich nicht. Also die waren einfach gerade eben weg. Auch gut. Verschwunden, mysteriös. So, ich hätte auch gerne noch mal so ein bisschen Öl, dann hätte man noch ein bisschen mehr Treibstoff auch auf Reserve.
just for safety precautions, aber ist scheinbar nicht. So, Treibstofflader. Ja, Weltraumprogrammladen brauche ich nicht. Kohlegenerator. Einfach, weil es der einfachste ist, den man mitnehmen kann. Und der auch nicht viel Ressourcen braucht, außer ein Aluminiumkabel. Auch gut. So. Jetzt müssen wir nur mal kurz so eine Checkliste gleich durchgehen, ob wir auch wirklich alles dabei haben, was wir brauchen. Angefangen von Treibstoff. Ach, Treibstoff. Eimer. Haben wir tatsächlich gar nicht mehr so viele. Ich weiß jetzt nicht, wie viel Treibstoff wir wirklich benötigen. Ich mache einfach mal so einmal voll. Jetzt noch jeden einzelnen da rein tun. Okay. Das finde ich jetzt nicht so gut, dass das doch so wenig ist. Also ich meine, gut, 7 Eimer ist jetzt nicht wenig, aber na, da ginge mehr. Wobei es gibt doch hier diese komischen... gibt es nicht diese komischen von Edgar Galacticraft? So, auch so Röhrchen, die man füllen kann mit Treibstoff. Hier, Ölkanister. Wie mache ich dich denn? Gib mir mal hier noch so ein Kanister, ne? Weil damit kann man, glaube ich, auch dann den Lander abtanken, falls da noch was drin ist, aber man das nicht benutzen will oder nicht benutzen kann, dass das dann nicht verloren geht. Das wäre dann ganz praktisch. Dann bräuchte ich meinen Jetpack wieder. Das wäre auch praktisch. Dann bräuchte ich meinen letzten Sauerstofftank wieder. Dann bräuchte ich auch noch Glowstone-Fackeln. Ganz wichtige Sache. Ein Stockele, ne? Weil Glowstone-Fackel krass und so. Dann grundsätzlich mitnehmen immer ein bisschen Cobblestone. Man weiß nie, was passiert. Bevor ich weiter rede, stelle ich die Kiste, glaube ich, erstmal irgendwo hin. Und hoffe, dass ich jetzt nichts verkacke. Da ich nicht weiß, bei einem Mob was geändert worden ist, dass die irgendwie den Boden irgendwie damaged oder sowas, stelle ich die jetzt mal nicht auf mein Haus drauf, was ich gerade überlegt habe, so über die Smeltree, weil eh schon so ein Loch drunter ist. Sondern, ja, ganz trocken hier aufs Feld, ne? Trockenes Feld ist immer gut für Raketenstarts. So, das Launchpad sah auch mal schöner aus, muss ich gestehen. So. Treibstofflader, Generator, Kohle, ganz wichtig. Ne, wenn man schon einen Kohlegenerator hat, dann ist Kohle, na, ich würde mal sagen, doch ganz interessant. Zumindest ein bisschen, so. Kohle, genau, der heizt jetzt mal kurz hoch und dann hier muss da, glaube ich, Treibstoff rein. Ich glaube, der braucht 2 Eimer, braucht der, oder? Ich glaube, 2 Eimer waren das, die der braucht. Gut, die Energie muss ich jetzt hochfahren lassen, weil ich jetzt hier ein bisschen was haben. Generiert 880 irgendwas. Ja gut, Speicher ist jetzt schon voll. Wir können mal kurz hier reingucken. Alles klar, Jetpack rastet einfach aus. Inventar. Okay, Treibstoff ist voll. Okay, also wir sollten vielleicht das Jetpack irgendwie ausziehen oder während dem Start oder weiß ich nicht, sonst juckt mich doch egal. Wir können es einfach anlassen, ist mir auch egal. So, check das. Wir haben Treibstoff, Sauerstoff. Ausrüstung ist auch angezogen, ne? Mit Fallschirm ist da. Bruchstein, Glowstone-Fackel und das. Jetzt müssen wir noch die Geräte abbauen, weil, ja, sonst kommen wir nicht mehr zurück. Ne? So eine Reise ohne Rückfuhr. Und das Ding hat, ich glaube, jetzt gerade mal ein Eimer getankt. Das kann ich jetzt aber auch nicht mehr hier rausholen, ne? Schade. Gut, dann bauen wir ab. So, Treibstofflader, Kohlegenerator, Kohle. Treibstoff, alles da. Da hätte ich fast gesagt, Leute, lass mal reingehen und gucken, wo es uns hinbringt. Wir drücken mal Start. Jetzt sehen wir schon, Countdown läuft. Und ja, ich hoffe, ich komme lebendig zurück, sonst schade um die Welt. Schon wieder, ne? Ich finde das so geil, wie hier so der Kopf da ist, der Teil, der linken Welle hier, so der Teil, der Kopf so drin hängt in der Rakete, ne? So, wir heben ab und. Ja. Start ist noch normal. Hey, und jetzt, ich hoffe, hoffentlich habe ich nichts vergessen. Sauerstoffmaske habe ich, ne? Sauerstoff. Okay. Oh, yo! Oh Gott! What the fuck? Das war ja richtig close!
Stell dir mal vor, wir werden dagegen gerammt. Ey, 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 ey. Ich bin auch so ein Held, ne? Ins freie Feld rein. Oh, was ist denn das? Eine fliegende Plattform mit Sonnenraketen. Sonnenraketen, genau. Mit Windrädern. Hui. Wäre ich ja fast gegengeflogen. Wer hätte denn die da hingestellt? Ups. Aber gut, ich hänge jetzt ein bisschen raus. Das ist eine Rakete. Yo. Rakete, nehme ich mit. Von Stadt berg ich es dauerhaft einfach mit an. Deswegen habe ich so ein bisschen extra Schub hier dabei. Aber gut, kann man machen. So. Ja, warum braucht die Kiste so lang, bis die oben ist? Wo geht's überhaupt hin? Ich habe ehrlich gesagt gar nicht überlegt, wo wir jetzt hinfliegen könnten, tun, wollten. Vor allem sind auch hier Planeten bei, die ich gar nicht kenne. Das ist nämlich gar nicht Galactic Science oder Galactic Science? Galaxy Space oder sowas. Sondern tatsächlich einfach nur More Planets von Galacticraft selber. Und deswegen kann man ja auch nirgendwo hinfliegen, außer, ja, die Asteroiden, glaube ich, hier. Asteroiden kann man hinkommen. Mars, Venus und Merkur geht auch nicht, okay. Aber Erde geht. Aber Erde wollen wir gar nicht hin. Vor allem, das hätten wir mal ruhig mitnehmen können. Hätten wir schon die Raumschiffe bauen können. Wir können es aber merken, Aluminium, Eisen, Zinn und fortgeschrittenen Warfare. Aber wir wollten jetzt zum Mond. Einfach so. Warum auch nicht? Deswegen würde ich sagen, let's go Mond. Gucken wir mal, ob wir da jetzt auch landen können. Ob wir die Landeerlaubnis bekommen vom Mondgott. Und schauen dann mal, was wir da jetzt so antun können. Und jetzt müssen wir noch bremsen. Dieses Spielchen hier, dass man nicht zu schnell hier reinknallt. Wir können rechts auf der Karte hier unten sehen, ganz klein, welchen Geschwindigkeiten wir uns bewegen. Ah gut, wir sind noch ziemlich langsam. Können wir schon ein bisschen schneller werden. Es ist doch gerade Tag, finde ich ganz gut. Mein Jetpack ist einfach immer noch dauerhaft an. Wir landen hier in einer doch recht schönen Gegend. Ja. Moinsen. Wir sind gelandet. Ich frage mich jetzt nur gerade. Okay. Wir hören Sound. Nur mal wieder nicht vom Jetpack, weil das wieder einen Soundbug hat. Keine Ahnung. Hier können wir jetzt Rechtsstick machen. Können uns unsere Rakete rausholen mit dem Launchpad. Wir können den Treibstoff nicht in Eimer füllen, weil es dafür zu wenig ist. Wir können in dem Kanister füllen. Und jetzt das Ding abbauen. Und lol. Warum arbeiten die normalen Fackeln? Das ist irgendwie auch ein bisschen strange. Aber gut. Soll mich nicht stören. Und dank dem Jetpack können wir hier auch easy fliegen. Das ist so richtig cool. Gar nicht mal schlecht. Ich frage mich nur gerade, warum die Journey Map nicht funktionieren will. Ah, doch, sie funktioniert. Nur zeigt sie mir da oben nichts an. War ich am Fliegen mehr oder warum? Mysteriös. Aber wir sind hier schon bei dem komischen ersten Monddorf. Alien-Dorfbewohner. Und die tauschen sogar mittlerweile was. Cool. Mondsaphir gegen Sauerstoffmaske. Sauerstofftank, Sauerstoff, Sauerstoff, Treibstoff. Das ist ja mal Dorfbewohner. Die tauschen ja mal Sachen, die man auch brauchen könnte. Nicht schlecht. Mir fällt nur gerade ein, wir sollten vielleicht hingehen und die Landing Area zumindest mit irgendwie einem Checkpoint versehen, dass wir dann hier hinten auch hin zurückfinden können im Falle der Fälle. Weil sonst landen wir ja in der Oberwelt nachher auch irgendwo. Und, Landing Zone. Ein schön Türkis, weil das hier auf dem Planeten so schön auffällt. Wir können ja mal gucken, ist hier schon direkt irgendwo vielleicht ein Dungeon in der Nähe? Wäre jetzt natürlich der Knüller schlechthin, aber ich glaube nicht. Macht nichts. Da ist aber auch schon der erste Meteorit, den können wir uns mal eben noch holen und mal abbauen. Und, mal schauen, was man mit dem so anfangen kann. Wir müssen auch darauf achten, dass der Sauerstoff nicht verschwindet, weil sonst auch böse. Und ja, der ist frisch, der ist nämlich noch warm. Und mit warm meine ich, der ist kochend heiß. Jetzt haben wir auch so, ja, wer ist das hier? Rohes meteorisches Eisen. Meteorisches. Meteorisches Eisen. Ja, warum nicht? Ich weiß nicht, wir könnten nächste Folge mal eine Runde hier rumfliegen und die ganze Szenerie so ein bisschen erkunden, ob wir hier schon mal einen Dungeon finden. Dann uns direkt darum kümmern, den nächsten Bauplan zu finden, auch wenn wir den eigentlich gar nicht brauchen, weil Raumstation ist komplett ohne Mond machbar.
Aber so ein bisschen hier auch gucken kann man ja trotzdem. Aber nicht jetzt, sondern nächste Folge. Und bis dahin euch noch einen schönen Tag. Und montige Grüße. Bis dahin. Ciao.